Hallihallo und damit ein recht herzliches Willkommen hinter dem Busch. Aus Omsi 2, dem Omnibus Simulator mit dem Iveco Crossway LE von der Karte Alheim und Laurensbach updated. Ja, wie man sieht, das Fahrzeug hat schon unsere Firmenfarbe bekommen. Also im echten Leben mag ich die Dinge überhaupt nicht, weil die sehen erstens A, mega hässlich aus, B, hören sie sich mega scheiß an und C, sehen sie von innen aus wie der letzte China-Dreck. Aber wir fahren heute trotzdem mit dem, weil ich tatsächlich noch nie mit dem gefahren bin. Also ich muss sagen, ich downloade mir Busse, ja. Dann versuche ich dafür als allererstes ein Repaint zu erstellen und dann teste ich sie erst. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie so eine Angewohnheit. Und ja, gut. Wir fahren heute mit dem so ein bisschen auf der Linie 29. Ist eine recht kurze Linie, also ist okay. So. Ja. 11 Minuten haben wir noch. Machen wir mal 10, so. Hä? Okay, alles klar. Dann halt so. Öffnen wir mal die Türchen, um die Leute einzulassen. Guten Tag. Um die Leute reinzulassen. Rein. Hallo. So. Und da fängt es auch schon an mit diesem Verrummelplatz. Wenn die Blinker irgendwie so rumpiepen. So, ich glaube, ich lasse mal den Blinker jetzt aus, weil das geht mir doch schon ein bisschen auf den Sack. So, wir haben übrigens AST, keine SST. Bin ja eigentlich mehr der Fan von SSTs. Ne, also ich bin einmal mit dem Fahrzeug gefahren, das war ein Gelenkfahrzeug und ich muss sagen, die Dinger sind echt schrecklich. Mega eng verbaut von innen, sehr, sehr dunkel, ja. Ja, also, weiß ich nicht. Ne, warte mal, wo muss ich lang? Ah, hier, okay. Die Stelle, wo ich mich sehr, sehr oft verfahren tue. Ist auch eine recht komische Verkehrsführung hier. Ach scheiße, ich wollte den Blinker doch gar nicht setzen. Das ist mir so eine Angewohnheit. Weil alle anderen Fahrzeuge sind, also entweder gar keinen Sound haben oder halt einen Sound, der angenehm ist. So einfach so ein Klick-Klock-Klick-Klock. Und das hier ist ja richtig so. Schönen guten Tag. Ja, das ist übrigens ein Euro 5 Modell. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, was das für eine Getriebeart ist. Könnte Void sein? Ich glaube, das ist Void. Müsste Void sein. Ja, es ist Void. Das hört man.
Also man hört die Leute reden deutlich lauter als das Fahrzeug. Also ist mir jetzt mal so aufgefallen. So, der Herr mit seinem Mercedes kommt nicht aus der Puschen. Das war der Haltewunsch-Sound, okay. Hört sich an wie eine Fahrradklingel. Also die habe ich tatsächlich noch nie gehört, so diese Fahrradklingel. Kann vielleicht sein, dass also die Fahrzeuge kamen ursprünglich von der KVG. Ich weiß ja nicht, ob die da irgendwie extra Einstellungen genommen haben, irgendwie anderen Haltewunsch-Sound, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall die Fahrradklingel. Ah, da oben haben wir noch eine Uhr. Das ist ja ganz schön kalt hier So, drin. ja, du, es ist Sommer, Digga, willst du mich verarschen? Na, so eine Uhr, immer ganz nett. Jede Verkehrsführung hier ist scheiße. La 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 la. Also es hört sich an wie so eine Fahrradklingel oder als wenn man auf so ein Metallrohr kloppt mit so einem Ring oder so. So hört sich das ungefähr an. Hallo. Hallo. Okay, neuer Hupensound, den haben wir auch. Weiß jetzt nicht, ob es ein originaler ist oder ob es ein gefakter ist. Anführungsstrichen, gefaked. Wenigstens gehen die Türen so Hallo. einigermaßen schön schnell auf und zu. Das ist recht angenehm, also so muss das sein. So, warum geht die hintere Tür jetzt nicht zu? Geht zu. Wahrscheinlich, weil irgendwelche Spaten wieder drin stehen. Aber ich muss sagen, das Fahrverhalten jetzt so in Omsi ist gar nicht mal so schlecht. Also Bremse ist schön. Beschleunigung ist gut. Ja, also. Wie gesagt, die Türen gehen schön schnell auf und zu. Hallo. Gut, man kann jetzt nicht mit geöffneter Tür vorne fahren, ne? Gut, ist auch AST. Ist ja auch logisch, ne, dass es da nicht geht. So, das hier ist ein bisschen eng gestaltet, ne? Aber es ist durchaus machbar. Für den Solobus auf jeden Fall. Nur was persönlich für mich so ein bisschen an den neuen Fahrzeugen, also es ist jetzt nicht nur weil das Fahrzeug hier, sondern an den neuen Fahrzeugen ist, was mich stört, dass sie halt einfach viel zu leise sind. So. Du hast halt nichts mehr von der typischen Geräuschkulisse. Die OMSI KI ist scheiße, ja, wissen wir. Ihr da hinten seid genauso Hallo. scheiße.
Das war ja klar. So wie die Haltestellenbremse drin ist, wird's grün. Also Kickdown-technisch kann man hier sehr, sehr wenig machen. Also weil man halt nichts wirklich hört, ne? Bis auf einen Staubsauger, der dann in den nächsten Gang geht. Hallo. Achso, ich muss ja hier lang. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen. Oder? Wie gesagt, die Verkehrsführung hier ist Katastrophe. Also auch sehr unrealistisch teilweise. Kannst du mal anständig fahren? Nee, kann ich nicht. Ja, gut, also Bremsen, also ne, sind zwar gut, aber auch teilweise echt zu stark. Aber ich glaube, ich muss mal dieses Rumgemeckere mal rausnehmen, weil das ist doch schon ziemlich lästig bei jedem Scheiß rum, dass die da rummeckern. Ich meine, so wie teilweise unsere Fahrer hier fahren, da meckert auch keiner rum. Nasenwolke, der Michael Schumacher, ja? Halt die Schnauze, ich bin mit 40 in die Kurve gefahren. Das ist ja nichts. Das ist Standard bei uns. Willkommen bei der Hochbahn. Ihr Schweine. Und es leckt. Warum leckt es? Na gut, es ist um sie, aber es soll aufhören zu laggen. So, fahr zu mit deinem scheiß Audi. Alter, entscheide dich, meine Fresse. 30 Jahre zum Abbremsen oder was? Gleich eine aufs Maul. Hallo. Hallo. Alter, dieses Rumgeläge hier, das ist ja ekel. Ja, das ist unglaublich hier mit diesem scheiß Rumgeläge. Da gebe ich dir vollkommen recht. Dass die meisten Leute noch für dieses Rotz-Game zahlen, das wundert mich auch noch. Also wenn ich jetzt mit diesem Wissen, ja, mir nochmal um sie neu kaufen müsste, weil eher aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich das definitiv nicht tun, weil ich ganz genau weiß, dass es dieses Game ist, einfach nicht mehr wert ist, 30 Lappen zu zahlen. Weil dieses Game einfach so unperformant ist, das ist schlimmer als Minecraft. Auf höchsten Einstellungen. Sogar. Ja, Minecraft läuft bei mir aus höchsten Einstellungen definitiv ruckelfreier als der Dreck hier. Seht ihr, was habe ich gesagt? So, ich steige an der nächsten aus. Ich habe keine Lust, jetzt hier 100 Jahre in dieser Leckzone zu warten. Habt ihr mal Pech gehabt?
Müsst ihr mal laufen. Tut euch mal gut. Ihr fahrt sowieso wegen jedem Scheiß mit dem Bus. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Leute fahren oftmals wegen einer Station Bus. Das sind meistens die Muddis mit ihren scheiß Kinderwegen. Och Leute, steigt doch mal ein bisschen schneller aus da hinten. Seht ihr, immer nur einzeln. Nicht mal zu zweit, so. Nein, immer einzeln aussteigen. Diese kleinen Kacknoobs da hinten. So, damals war beim Straßenbau hier auch irgendwie einer, der besoffen war. Der hat erstmal richtige Schlangenlinien reingedonnert. Und dann sind wir auch hier am Postamt, an unserer Endstation. So, ihr dürft da hinten jetzt aussteigen. Hatte ich eben nicht die Tür aufgemacht. Ja, du mich auch. Auf jeden Fall, wir sind jetzt an unserem Ziel angekommen. So, dann gibt es hier nochmal, hoppala. Nochmal schön ein Screenshot, so wie die Tür zu ist. Oder die Türen sind ja zwei. Knips, knaps und Motor abstellen. Das Ding rein. Elektro aus. Und dann, ja, sind wir auch schon fertig mit der wunderschönen Folge. Ach, sieh mal an, das ist ein elektrisches Rollo. Hier sind dann wieder die faulen Fahrer zugange, wa? Ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge, Omsi oder was weiß ich. Und ich bin hier mit raus, euer Mr. Zaratox und ciao.